Der Anbiss, legendär, immer donnerstags, immer vor rappelvollem Haus und vor rappelvoller Bühne. Da müssen also auch schon mal die Security-Kräfte den tausendfachen Ansturm so ein bisschen zurückdrängen. In diesem Jahr müssen wir sozusagen aus dem Homeoffice heraus anstoßen. Und wenn jetzt alles klappt, sollte sie im Rathaus parat sein, unsere Bürgermeisterin. Frau Biel, hallo. Ja, hallo, Herr Wolter. Sie sehen mich tatsächlich in meinem Büro in Sachen manches Anbiss sozusagen im Homeoffice. Herzlich willkommen, schön, dass das geklappt hat. Und ja, die manches Wochen fallen in diesem Jahr aus und diese Entscheidung ist mit Sicherheit allen Beteiligten nicht leicht gefallen. Genauso wie der manches sind auch die manches Wochen unmittelbar mit Glückstadt verbunden. Es ist ein Highlight für die Gäste, aber es ist eben auch für die örtliche Wirtschaft ein ganz wichtiger Faktor, diese Matthias-Wochen. Aber es nützt halt nichts. Es nützt nichts, an dieser Stelle weiter zu grübeln. In diesem Jahr ist alles anders oder auch nicht. Seit nunmehr 52 Jahren werden die Matthias-Wochen, wird die Matthias-Saison mit dem traditionellen Matthias-Anbiss eingeläutet und der heimliche Ehrenbürger, unser Glückstädter Matthias, geehrt. Unseren heimlichen Ehrenbürger, den können wir auch trotzdem ehren und den Matthias-Anbiss, den bekommen wir hoffentlich auch hin, wenn alles gut geht. Ich habe nämlich eine Kiste übermittelt bekommen und da sind drin, ja, erstmal Servietten, das kann nicht schaden, und tatsächlich frische Matthias. Frische Matthias, keine Matthias-Filet. Und wie in jedem Jahr darf ich auch als erstes mit hineinbeißen, was ich auch gerne tue, und mal kosten, probieren. Ja. Er schmeckt super, er schmeckt nach mehr und ich wünsche Ihnen einfach, dass auch Sie ihn in diesem Jahr genießen können. Und im nächsten Jahr, da sehen wir uns hoffentlich alle wieder, dann vor der Bühne, auf der Bühne, und lassen Sie uns ganz ausgelassen feiern. Für dieses Jahr sage ich Ihnen einfach guten Appetit, wo immer Sie stecken, ob im Homeoffice, in der Gastronomie, wo auch immer. Genießen Sie den Matthias und wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss. Soweit Manja Biel, meine Damen und Herren. Dann gibt es noch eine weitere wunderbare Dame, die mir auch ans Herz gewachsen ist. Im letzten Jahr konnte ich sie ein bisschen aus dem Konzept bringen. Und zwar Heike Püster aus dem Anno. Und was ihren Job ausmacht, das wird sie uns jetzt gleich erzählen. Heike, moin. Danke, Stefan. Und moin aus dem Hotel und Restaurant Anno 1617. Als Inhaberin des Hotels Anno 1617 bin ich natürlich todtraurig, dass die Matthias-Wochen dieses Jahr ausfallen müssen. Ich betone müssen, da mir die Gesundheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter sehr am Herzen liegt. Und es niemandem nützt, wenn aufgrund von Corona die Gäste unsere hübsche Stadt nicht besuchen dürfen, bei uns nicht übernachten können und sich auch von unseren Mitarbeitern nicht verwöhnen lassen können. Natürlich hätten wir gerade an den Matthias-Wochen gerne wieder unsere Stammgäste und unsere zukünftigen Stammgäste davon überzeugt, dass in unserem Haus Service, Gastfreundschaft und Wohlbefinden ganz groß geschrieben wird. Unsere Köche kochen leidenschaftlich. Um einen unvergesslichen Aufenthalt in unserem Restaurant kümmern sich unsere Service-Mitarbeiter. Ja, man bringt ja aber nichts. Deswegen krempeln wir jetzt schon mal die Ärmel hoch für die nächsten Matthias-Wochen 2021. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter und vielleicht auch viele bekannte Gesichter. Eure Heike Püster mit ihrem Team Anno 1617. Nach alter Tradition werden die Matthias-Wochen mit der legendären Matthias-Probe eröffnet. Wir hatten die gelbe Lampe ausgeschaltet. Ist auch egal. Frau Bürgermeisterin Biel sowie Heike Püster als Vorstandsmitglied des Verkehrs- und Gewerbevereins haben wir soweit gehört. Kommen wir nunmehr zu unserem Gastredner. In diesem Fall eine Gastrednerin aus Kiel. Wir begrüßen, und ich hoffe, sie ist dazu geschaltet, die Frau Staatssekretärin, Frau Dr. Dorit Kuhnt vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt
Natur und Digitalisierung. Moin! Liebe Glückstädterinnen und Glückstädter, liebe Matjes-Fans, am 11. Juni haben wir den zweiten Donnerstag in diesem Monat. Und das ist traditionell der Donnerstag, an dem die Matjes-Tage in Glückstadt eröffnet werden, mit einem traditionellen Anbiss. Ich wäre sehr gern der Einladung von Bürgermeisterin Biel gefolgt und hätte das gemeinsam mit Ihnen auf dem Marktplatz erlebt. Leider kommt es dieses Jahr nicht dazu, so müssen wir alle unseren Matjes anders genießen. Und ich hoffe, das tun Sie auch, denn der Matjes ist ein Naturprodukt. Er ist regional, saisonal. Sie können ihn jetzt überall in den Restaurants in Schleswig-Holstein genießen. Und ich hoffe, dass Sie das mit mir gemeinsam auch tun. Zugeschaltet jetzt der Mann, der im letzten Jahr für Furore sorgte, mit seinem unnachahmlichen Schnack, mein alter Freund Carlo. Carlo von Ziedemann. Er hat sich nicht nehmen lassen und hat uns eine wunderbare Videobotschaft vorbereitet, weil er leidet wirklich unter Entzugserscheinungen. Ohne Matjes, ohne Glückstadt, ohne mentale und dentale Erlebniswelt. Ihr versteht, was ich meine. Also, ich muss mal auf diesem Wege sagen dürfen, ich habe ganz viele Veranstaltungen gemacht, aber wirklich so eine schöne wie bei euch. Hallo, ein Ernstes. Diese Matjes-Wochen 2019 waren für mich ein Highlight, weil das Wetter stimmte, diese tausende hungrigen Typen vor der Bühne, es war alles prima und das Gesamtkonzept war einfach grandios. Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben, weil ich darf keinen vergessen. Erstmal herzlichen Dank an das Touri-Büro, an Sandra Kirbis. Sandra, wunderbar vorbereitet, ich bitte dich. Dann liebe Frau Biel, Bürgermeisterin Manja Biel, Sie haben einen sehr tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das darf ein Mann in meinem Alter ruhig mal einer jungen Frau weitergeben. Also, Frau Biel, kann man nicht meckern. Ich hoffe, wir werden uns nächstes Jahr mit Sicherheit fröhlichst wiedersehen. Dann natürlich der Teufelskerl Stefan Wolter. Stefan, das ist unser Mann für die ARD, der die großen Sendungen immer als Warm-Upper, das heißt, die Leute heiß macht, bevor der Moderator kommt, hat er bei mir auch öfter gemacht. Also wir haben eine gemeinsame wilde Vergangenheit, über die wir Schweigepflicht legen, aber wir hatten großen Spaß. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf nächstes Jahr. Dann bin ich dabei. Matjes Woche 2021 bei euch. Und ich habe noch eine große Bitte, falls irgendwo eine Kiste rumsteht mit Matjes, das muss doch möglich sein. Ihr müsst noch Matjes haben, irgendwo in der Kiste an mich schicken. Stefan hat meine Adresse, sofort an mich schicken. Ich brauche euren Matjes. Euer Carlo freut sich sehr auf nächstes Jahr. Es war wunderbar bei euch. Da haben wir sie erlebt, all die amtlichen Redner und Rednerinnen. Ich hoffe jetzt, dass ihr euch auch schon mal ein Matjes zurechtgelegt habt. Vielleicht steht auch noch mal eine schöne Flasche Köln, also für den Schluck danach. In diesem Sinne, der Anbiss ist geglückt, die Saison ist eröffnet und Prost! Moin Carlo, das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Wir haben da eine schöne Auswahl für dich zusammenstellen lassen und werden es heute noch natürlich gekühlt in die Post geben. Lass es dir schmecken!